Hallo meine lieben Imkerfreunde. So, nun ist es endlich soweit. Wir feiern uns diesen Honig von dem Volk jetzt hier holen. Ganz schön warm hier, das muss ich euch mal sagen. Für so einen Klops wie mich ist so ein Wetter echt eine Herausforderung. Aber da müssen wir durch. Heute werden wir dieses Volk jetzt mal aufmachen. Das heißt, ich werde jetzt hier den Honig rausnehmen. Wir haben hier keine Bienenflucht drin. Das heißt, ich werde jetzt gleich die Bienen abfegen. Normalerweise nimmt man eine dritte Zarge, die man daneben stellt. Und da hängt man dann die rausgenommenen Rähmchen ein. Die habe ich leider vergessen. Das heißt, ich muss jetzt hier so klarkommen, aber auch das wird mir gelingen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht muss ich einen Handgriff mehr machen, aber auch das kriegen wir hin. So, erstmal Schleier auf, wie immer. Ihr kennt das ja schon. Das leidige Thema. Ich habe wieder ein bisschen Nelkenöl an die Hände gemacht. So. Erster Deckel an die Seite. Zweiter Deckel an die Seite. Und einmal das Volk einmal aufmachen. Immer schön in Ruhe, keinen Stress dabei verursachen. Weder beim Imker noch bei der Biene. Weil am Ende bist du derjenige, der gestochen wird. So, dann wollen wir mal ran an die Bienen, ran an den Speck sozusagen. Ich nehme jetzt die erste Honigzarge einmal runter. Hier haben wir die zweite Zarge, hier ist schon wesentlich mehr los. So, ein bisschen den Oberbaum mal wegnehmen. Ja, sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Einmal rüber das Ganze. Setz das jetzt mal ein bisschen schräg hin, weil wir wollen jetzt die Bienen da vorne abfegen. Und am besten fangen wir mal hier auf der Seite hier an. Deckel drauf, Deckel drauf. So, meine Lieben, was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt werden wir die ganzen Rähmchen in die Schleuderküche bringen. Da werden wir den Honig jetzt schleudern. Das wird ein anderes Video. Aber wir sehen uns hier gleich nochmal wieder, weil die ausgeschleuderten Waben, die werden wir hier gleich wieder aufsetzen. Also, bis gleich, Freunde. In der Küche wichtig, Türen und Fenster zu, ja. Weil die riechen das, die Bienen, die kommen sonst gleich von überall. Und alles aus dem Rücken nur.
jetzt haben wir den Honig schön ausgeschleudert aus dem Volk. Das ist eine kleine Überraschung. Denn es ist kein typischer Frühtracht-Honig geworden. Das zeige ich euch gleich. So. Aber erstmal geben wir jetzt den Mädels ihren Honigraum zurück. Damit sie den jetzt schön ausschlecken können und neu was reinsetzen können. Einmal wieder Honigräume rauf, dass die sich wieder den Honig, der jetzt noch hier in den Rähmchen ist, wieder ausschlecken können. Dann können sie die ganzen wieder reparieren und neuen Honig einbringen. Deckel drauf. Und dann erzähle ich euch mal gleich, was das mit dem Honig auf sich hat. Einmal wieder Schleier ab. Hier haben wir das Gold im Glas. Und ihr habt ja gerade in dem kleinen Einspieler schon gesehen, wie ich eine Wabe entdeckelt habe. Dabei ist mir schon aufgefallen, hupsala, der ist aber sehr flüssig. Das hat mich schon ein bisschen irritiert. Und dann haben wir ein paar Messungen gemacht mit dem Refraktometer. Wie das genau funktioniert, erkläre ich in einem extra kleinen Video. Und dieser Honig hat, obwohl er so flüssig ist, 19% Wassergehalt. Der war verdeckelt, 19%, kann man sagen, das ist also noch in Ordnung, finde ich jetzt zumindest für so einen Honig. Ich hätte ihn gerne bei unter 18% gehabt, das wäre mir natürlich noch lieber gewesen, aber vielleicht gehört das bei dem Honig so. Es ist also kein typischer Frühtracht-Honig, sondern das ist ein, ja, also wir tippen mal darauf, dass wir hier einen ganz großen Anteil Weißdorn drin haben. Denn da vorne steht ein riesengroßer Weißdornstrauch und der hat in den letzten Tagen geblüht wie verrückt. Dazu kommt noch ein bisschen Löwenzahn. Und dann zeige ich euch mal, ich komme mal nach vorne. Oh, schaut mal hier, so sieht der Honig aus. Ja, ihr seht also wirklich ganz dünnflüssig, wie Akazienhonig ist der. Aber eine schöne Färbung. Von daher bin ich sehr angenehm überrascht, muss ich sagen. Das ist eine schöne Färbung, sagte ich ja gerade schon. So ein Honig in der Art hatte ich auch noch nicht. Das ist mal was anderes. Wir haben jetzt aus diesem Volk so 16 Kilo Reinhonig rausbekommen. Dazu kommt noch mal ungefähr so 1,5 Kilo im Verdeckelungswachs, also vom Entdeckeln und was da halt so runtergetropft ist. Das haben wir natürlich aufgefangen. Das haben wir in einen Extra-Eimer. Dazu kommt morgen noch das, was wir daraus ernten. Und naja, ich denke mal so 16, 17 Kilo ungefähr haben wir dann daraus. Einige Waben waren noch zu frisch hier drin. Die habe ich direkt wieder hingehängt. Da brauchen wir natürlich nichts zu machen. Da ist die Feuchtigkeit viel zu hoch. Da können die Bienen jetzt in Ruhe weitermachen. Wollen wir sie nicht stören. Ich hatte ursprünglich gesagt, 30 Kilo kann man hier rausholen. Also das zählt natürlich, wenn beide Honigräume voll verdeckelt sind. Wenn man hier 20 Kilo rausholt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wir sind nicht ganz bei 20 Kilo, aber nichtsdestotrotz bin ich total zufrieden. Der erste Honig 2017 schmeckt ganz hervorragend. Süß, hat ein ganz spezielles Aroma. Ich kann es aber nicht einordnen, irgendwo bei Löwenzahn, Weißdorn, irgendwo da in der Gegend. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr, sehr aromatische, leckere, süße Geschichte. Ich persönlich da wird nicht nur eine Rückstellprobe bei mir im Regal landen, sondern da werde ich mir auch ein paar Gläser von zurückhalten. Das scheint ein guter Jahrgang zu werden. So, und damit soll es das fürs heutige Video gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute. Für diejenigen, die selber Bienen halten unter euch, wünsche ich euch ein gutes Händchen mit der ersten Tracht im Jahr 2017. Ich hoffe, ihr habt volle Beuten und einen ganz wunderbaren Honig. Denn dieses Jahr blüht
alles gleichzeitig und das gibt einen ganz besonderen Honig, einen sehr guten Jahrgang 2017. Bis dann, schönen Abend noch, macht's gut.